Ho, ho, ho. Und frohe Weihnachten. Vorzeitig, im Sommer. Irgendwo feiert man bestimmt gerade Weihnachten. Was haben wir heute? 23. Juli. Ah, warte, dann haben wir fast Weihnachten. Ja, natürlich. Von Datum her, so von den 23. her. Ach so. Ja, wenn man sieht, ist es schon über 0 Uhr, dann haben wir sogar den 24. im Moment. Ich stelle gerade fest, ja, dass ist, ich eigentlich viel zu selten weiter, Blumen geschenkt bekomme. Oh, die arme Nina. Oh. Ja, was macht der Max eigentlich? Hat eine Freundin und hat ihr nicht mal Blumen geschenkt? Genau. Nee. Aber wahrscheinlich mit in ein Flugzeug da. Bang, gang, bang machen. ist doch so. Ja. In Abspann. Mist, jetzt habe ich ja gespoilert. Ja, ne? Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs erträglich sein, an Baseballmützen aber definitiv nicht. Definitiv. Aber komischerweise kann man es kombinieren. Na gut, gehen wir mal weiter. Was ist denn hier? Ach ja. Ein einfacher Flaschenöffner. Nicht besonders formschön. Ey, sehe ich von Professor Layton, da ist das 1A ein Schlüssel. Übrigens, wir sind hier auf dem Meer und warum sind hier Fische? Ja, nee, ist ein Aquarium. Warum? Naja, Style. Ja, da geht's natürlich auch mit ihren Stuhlkorn gegangen. Ja. Aber sonst okay. Gehen wir mal da raus. Flaschenöffner, wozu denn bitte? Können wir jetzt hoch? Wir können hoch. Hallo, kann ich was für Sie tun? Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Ich werde auch nicht darauf kommen, da oben überhaupt zu klopfen. Und dann noch nur wegen meiner Handtasche. Ja, das stimmt. Aber wir können ja mal... Lunzen. Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Ich weiß nicht, kann man da noch reinleuchten oder so? Was soll uns das bringen? Also in meinem derzeitigen Stadion bringt es mir nicht weiter. Da kann man auch reinlunzen. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Ja, schön aufgeräumt. Und alle haben komischerweise das hier offen. Ja, vielleicht müssen wir da was machen. Ja, später aber, denke ich mal. Vielleicht ist ja die Kabine offen. Geht das? Hat er den zweiten Befehl noch angenommen? Aha. Dann nerven wir den mal wegen unserer Handtasche. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Aha, Nina. Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag ihm, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... Wird es vorbei sein, genau. Ich sag ihm, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen. Ja. Also, wegen den Erdbeben in Japan. Das haben sie richtig aktuell gemacht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ein richtig neues Spiel. Also echt mal, das finde ich gut. So, komm.
Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Also ganz ehrlich, ne? Um mal das Thema so zu halten. Ich gebe denen sogar teilweise recht, also ich meine, das Gelaber so, wenn ihr Puritas Cordis seid, kommt in den Himmel und so weiter, ist natürlich Blödsinn. Aber wir machen echt alles kaputt und darum geht auch die Welt irgendwann unter. So, Stellungsnahme. Also, was ich sagen wollte, ist, hallo, der Typ ist Barkeeper, er hat die Stimmung anzuheizen. Er hat die Leute dazu zu bringen, Herrn Gott nochmal Alkohol zu sich zu nehmen. Und jetzt ist er die ganze Zeit in Trübsalblasen. Geht's noch? Ja, ne? Er ist ein Animator. Und das sagst du, obwohl wir beide Alkohol hoffen. Ja, was weiß ich, von mir aus ein alkoholfreies Bier oder sowas. Oder hier, wie heißt es, Ursaft und irgendwas anderes mixen, was weiß ich was. Irgendwas gibt's da bestimmt. Aber an sich, sein Job ist es, anderen Leuten Getränke zuzubereiten. Das stimmt. Ich rede mal lauter, ich bin am anderen Bettende. Was denken die jetzt von uns? Wir liegen hier im Bett und spielen das Spiel. Ich meine, so gesehen ist es eine Couch. Ja, genau. Was soll ich denn noch anderes machen? Ich hab nur meine Couch aufgelegt. Schlüsselkarte. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja. Der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wellen jahrelang merken. Aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant. Das sollte ich mir merken. Also, guter Plan. Wir müssen rauskriegen, wer die Frau da ist. Denen entsprechend können wir uns eventuell als sie ausgeben und dann in ihre Kabine reingehen. Vielleicht finden wir da ja was. Ja. Er kann sich ja, in seinen Job kann er sich Gesichter nicht mehr. Oh mein Gott. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Ja, reit drauf herum. Oh, Frau Jordan! Wir sollen ja doch aus dem Weg gehen. Guten Tag, Frau Jordan. Komm, wir reden mit ihr. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Sagen wir es mal so. Sie kann es sehen, obwohl da etwas Pink-Weißes ist, was sich Vorhang schimpft. Ja, ne, aber Nina ist halt Nina, die kann sowas. Meine Frisur ist... Ja komm, die soll sich doch bestimmt tarnen. Ja, auf jeden Fall, das wird man dann auch nicht mehr erkennen wegen dem Campi. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm.
keine sachliche Unterhaltung kann man mit ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Mal ganz ehrlich, sie ist selber eine Frau. Ja, aber halt nicht so eine. Und vor allem, ne, voll kindergartenmäßig. Geh weg, sonst fange ich an zu schreien. Der dient wohl eher Dekorationszwecken, denn als Rettungsring ist er viel zu klein. Ja, klau ihn einfach vor den Augen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Ja, aber nimm ihn mit. Machst du richtig, Nina. Manchmal wünschte ich, ich hätte auch Kinder. Aber wenn ich mir das genau überlege, muss nicht sein. Hallo, Oskar. Oh, hallo, Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Also, ich find's ja toll, dass der Junge so ehrlich ist. Ja, ich finde ihn süß. Oh, irgendwie erinnert mich der Junge an Luke. Vom Professor Layton. Stimmt. Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? Nimm mit. Nee, probieren wir mal so. Oho, oh nein. Oh nein. Oh nein, der Typ mit den Hemd, der so aussieht wie mein Rock, nur in einer anderen Farbe. Ja, ich erkenne ihn schon. Sieht bequem aus. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Ja, dieses echte Problem, ich möchte mal so sagen, wenn er sich jetzt auf den Bauch legen würde und dieses Teil nicht ausklappen würde, würde er im Schatten liegen, woraufhin er da wiederum auf dem Rücken nicht so braun wird, wie er auch auf seiner, wie er es nennt, durchtrainierten Seite. Ja, ne? Gott, war das ein langer Satz. Ja. Mit diesen Betonungen. Ich find's toll, wenn Nina läuft. Lauf, Schlampe, lauf. Bestimmt kommt am Ende vom Spiel ein Rollstuhl. Nein. Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht, Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant?
Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Da können wir reingucken, Endnummer. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Ja, und die Zeit ist um. Ja, dann sagen wir Tschüss, ne? Weil ich habe keine Lust, das jetzt irgendwie dann zu schneiden, deswegen ein bisschen überzogen. Ja, dann sagen wir Tschüss, ne? Ja, Tschüss!